Sie schon einmal begrüßt. Wir möchten Sie aber ganz, ganz herzlich noch einmal auf die Bühne bitten. Liebes Sabrina Fritzmusser, bitte komm noch einmal herauf zu uns. Sabrina. Wir haben das Glück gehabt, mit dir in Wien mitfiebern zu dürfen. Wir haben diesen Wettkampftag miterleben dürfen. Es war sehr, sehr spannend. Ich halte solche Sachen fast nicht aus. Das ist derartig nervenaufreibend, in einem Kampfsport zuzusehen. Du hast die Gänse geschlagen. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf dich und wir möchten dich heute noch einmal herausheben. Alles, alles Gute zu deinem wirklich ganz hervorragenden Erfolg. Noch eine Europameisterschaftsmedaille dazu, lange Zeit. Noch eine Medaille. Alles, alles Gute. Und wir wollen uns auch einstellen, natürlich noch einmal mit einem Blumenstrauß, aber natürlich auch mit einem Ehrengeschenk. Und wir wünschen dir auch für die Zukunft alles Gute, dass du deinen Sport so betreiben kannst, wie du das vorstellst. Und viele Erfolge. Danke. Zu 10 Jahre Marktgemeinde möchte ich mir noch erlauben. Wie schon erwähnt, wird es in wenigen Tagen 10 Jahre sein, dass Thalheim durch die oberösterreichische Landesregierung zum Markt erobert wurde. Und Thalheim hat sich ja wirklich entwickelt. Wir haben es von meinen Vorgängern schon gehört, die auch den Grundstein dazu gelegt haben. Wir sind heute wirklich eine Vorzeigegemeinde im oberösterreichischen Zentralraum. Unsere Gemeinde ist auf mehrere Säulen aufgebaut. Wir haben eine sehr gesunde und eine leistungsstarke Wirtschaft. Wir haben eine moderne Infrastruktur. Wie wir heute gesehen haben, ein sehr lebendiges Brauchtum. Wir haben ein reges Vereinsleben in Sport und Kultur. Wir tun etwas für die Gesundheit. Wir haben eine engagierte und effiziente Verwaltung. Wir haben eine feinste Wohnlage. Und quasi als Aufgabe bieten sich wunderbare Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung und Erholung am Rheinpark und entlang der Traun an. Die letzten 10 Jahre werde ich jetzt in chronologischer Reihenfolge noch einmal Revue passieren lassen. Begonnen im Jahr 2000, eine beliebte Laufveranstaltung Thalheim läuft, wurde aus der Taufe gehoben und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Im Jahr 2002, Eröffnung des zentralen Kommunalgebäudes KOM, und dieses Gebäude bietet heute modernste Räumlichkeiten für unsere Feuerwehr, für unsere Musik, für das Rote Kreuz und für den Bauhof. Der ebenfalls dort untergebrachte Raiffeisensaal erfreut sich seit seiner Eröffnung natürlich auch größter Beliebtheit. 2002, nicht so schön, mit dem Hochwasser brach auch über Thalheim eine Naturkatastrophe herein. Besonders betroffen war der Ortsteil Schauersberg und es wurden hier in der Folge aufwendige und sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen getroffen. 2004, die Eröffnung des Todaststeges. Dieser Steg wurde schnell zu einem weiteren Wahrzeichen der Gemeinde. Im Jahr 2007 kam es zur Neugestaltung und zur Erweiterung des Kinderhortes in der Volksschule. Und ebenfalls 2007 war der Start des Thalheimer Bauernmarktes, den wir drüben auch sehen, und in dem die bäuerlichen Direktvermarkter ihre Qualitätsprodukte anbieten. 2008 die Errichtung des Fangkorts hinter der Volksschule als Freizeiteinrichtung für Hort, Schüler und für die Vereine.
2008 ebenfalls der Einzug der Grappelstube als Provisorium gedacht in das Gebäude gegenüber des Marktplatzes, dankenswerter Mietfreiheit zur Verfügung gestellt von der Raiffeisenkasse, aber das war auch gleichzeitig der Startschuss für die Überlegungen eines weiteren Kindergartens, die jetzt schon sehr weit gediehen sind. 2008, und auf das sind wir auch besonders stolz, war der Beginn eines sehr ehrgeizigen Energieprojektes, das Dahlem in 30 Jahren energieautark erscheinen lassen soll. Im Jahr 2009, im Vorjahr, war der Start der Generalsanierung der Volksschule und im Jahr 2009 wurde auch der Oberösterreichische Gesundheitspreis gewonnen. Gewonnen für das Projekt Gesunde Gemeinde, das die Förderung des Gesundheitsbewusstseins zum Inhalt hat und das vom Amtsleiter erstmals überhaupt für eine Gemeinde gewonnen werden konnte. Ebenfalls 2009 der Umbau der Dahlemer Sportanlage in ein Zentrum für Sport und Gesundheit mit Medifit als strategischen Partner. Und für das heurige Jahr ist vorgesehen die Fertigstellung des Volksschulumbaues. Es wird noch im nächsten Monat, im Mai, der Bau des Feuerwehrzeughauses am Talbach beginnen und die Planung und eine mögliche Beauftragung des neuen Kindergartens ist ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen. Sie sehen also, es hat sich viel getan und es wird sich auch in Zukunft noch viel tun. Für unsere Projekte haben wir Gott sei Dank die nötigen Finanzierungszusagen des Landes Oberösterreich in der Tasche und das ist in der jetzigen Situation besonders wichtig. Und obwohl uns der Wind im Moment von vorne ins Gesicht bläst, brauchen wir keine Angst zu haben. In der jetzigen Situation gibt es eine absolute Stimmung des Miteinanders und das wird uns auch in den rau werdenden Zeiten helfen zu bestehen. Ich bedanke mich nochmals für Ihr Kommen. Ich bedanke mich bei allen Vereinen, bei allen maßgeblichen Personen für das Gelingen dieses Festes. Und ich möchte jetzt nochmals an den Moderator Wolfgang Denk übergeben. Uns wünsche ich noch, im Wetter haben wir offensichtlich wirklich ein Glück, eine laue Nacht, damit wir lang feiern können, damit wir unsere Vereine noch etliches abkaufen können. Und ich sehe, dass die Volkstanzgruppe der Landjugend mittlerweile eingetroffen ist und da freue ich mich besonders auf diese Umrahmung des Maibaumaufstehens. Einen schönen und vergnüglichen Abend. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Ich darf jetzt ankündigen, die Volkstanzgruppe der Landjugend Thalheim, die zweimal einstudierte Stücke aufführen wird auf der Bühne und im Anschluss die Trachtenmusikkapelle wird noch einmal ein Stück spielen.